Könnt ihr euch noch gestern dran erinnern, wo ich euch sowas gezeigt habe, wo ich sagte, da ist was anderes drin? Da habe ich euch ein bisschen an der Nase rumgeführt. Aber es hat ja eh keiner geschrieben, also ist es anscheinend auch gar nicht so extrem wild. Peugeot, Elisio, habe ich ja was da. Ich zeige euch das mal so. Ne? Ja, so. Das wird in diesen Roller reinkommen. Das werde ich in diesen Roller verbauen. Das heißt, ich muss nochmal vorne die Verkleidung runterruppen. Ansonsten ist er ja gerade kahl und dann wird das eingebaut. Tja, Elektronik. Das wird natürlich ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, aber das bekommt man hin. Also jetzt fahren wir hoch zur Garage, machen einen Rollertausch. Ich möchte einen anderen Roller holen. Bis gleich. Tja Leute, ich kann euch jetzt nicht sagen, ob das jetzt ein Einteiler oder Zweiteiler wird. Wir fahren jetzt, oder wir sind auf dem Weg zum Außenlager. Ne? Da möchte ich ja noch mal einen anderen Roller holen. Jetzt, wo ich etwas Zeit habe, habe ich eben auch die Möglichkeit und kann den einen oder anderen Roller immer mal zwischendurch nachgucken. Und somit hole ich jetzt den nächsten Roller, wo ich mal gucke, was ich da so dran machen kann. Ne, ich schaue einfach mal. Und dann wird sich das schon irgendwie ergeben, denke ich mal. Tja, die Autos drängeln hier. Aber ich sehe nicht ein, dass ich hier ewig Platz mache. Nein, so müssen die Autos auch mal anhalten. Ich bin ja nun auch mobil. Mit diesem Roller bin ich noch vor kurzem gefahren, könnte man sagen. Aber der ist es auch nicht. Wird es der Kymco werden? Ich glaube ja. Ich nehme ihm mal ein Stück vor. Weil ich weiß nicht, wie er jetzt anspringt. Es könnte gut sein, es könnte schlecht sein. Mal gucken, was die Batterie sagt. Oh. Okay. Geht das Bremslicht hinten nicht? Och, warum habe ich immer das Problem, oder? Warum habe ich immer das Problem mit meinem Bremslichtschalter auf einmal? Okay, nehmen wir den. Nochmal testen. Das war's wohl schon. Er wird auf jeden Fall schon schneller. Aber mit dem Bremslicht hinten? Mann, ich habe ja echt gerade nur Probleme mit Bremslicht. Ich wollte gar nicht so lange orgeln. Also eben war er ganz kurz an. Ja, er kommt. Das wird. Hört sich doch gut an. Tja, jetzt braucht nur noch der Transformers hier rein und dann, Junge, Junge, das wird immer enger hier, und dann, okay, das wird auch echt immer enger hier, so, ja, ich sollte mal wieder umstellen, aber es kommt ja noch demnächst ein Roller
auch noch runter. Der steht da hinten. Tja. So, Transformers noch rein. Und dann sehen wir uns auf dem Kymco Agility. Kymco Agility. Ja, an diesem Roller habe ich natürlich auch noch einiges zu tun, aber ich möchte ihn jetzt auch mal wieder fahren, dass er in Bewegung bleibt. So gut ist er schon ewig nicht mehr angesprungen. Also von daher, tja, mal gucken, Rückbremse, also da werde ich mal Kontaktspray reinmachen. Vorderbremse. Rein. Runter damit. Den Ständer muss ich hier auch noch machen. Oh, das ist so hoch auf einmal. Okay, Spiegel. Ja, ich würde sagen, den Roller jetzt ruhig mal kurz ein bisschen bewegen, um dass er ein bisschen Temperatur bekommt. Die Batterie noch mal kurz ein bisschen nachgeladen wird. Und ja, dann geht es in Richtung nach Hause. Also ich muss sagen, der Roller lässt sich vorne lenken wie ein Motorrad. Der ist so schwergängig vorne. So, mal ein bisschen Gas nachgeben. Er ist noch kalt. Fahrradfahrer haben wir schon mal überholt. Ja, naja gut. Wie gesagt, da muss ich natürlich auch noch nachgucken. Und ich weiß auch gar nicht, warum der sich so schwer lenken lässt. Das ist Wahnsinn. Aber das war schon immer so. Gut. Vollgas. Ja, da muss ich auch einiges dran tun. Aber er zieht trotzdem genüsslich weiter, weil jetzt geht es gerade ein bisschen bergauf. Ja, so würde ich sagen, wir sind nicht mehr weit von zu Hause. Habt noch einen restlichen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video natürlich. Mal schauen, was da so kommt. Peugeot Elisio? Ja, alles ist möglich. Also Leute, bis dahin, macht's gut und tschüss.